Ja, und der Bau der Kohlegeneratoren wird am Ende länger dauern, als die dann am Ende in Betrieb bleiben. Ui. Ich müsste an diesen Bereich abtragen wegen der Kohle. Reicht das überhaupt? Ich weiß nicht mal, ob sich das überhaupt lohnen würde, das abzubauen. Ich meine, zwei Stück davon reichen gerade mal für einen Generator, für einen Zyklus. Kohle ist wirklich verschwenderisch. Dafür braucht man schon eine gewaltige Hedgefarm. Jetzt können die wenigstens hin und her rennen, ist auch nicht schlecht. Dann, ja, Kabel kann ich nicht planen, weil wir nicht das Material dazu haben. Dafür brauchen wir erstmal Strom, die Kohlegeneratoren, dann können wir mal schauen, ob wir da ein paar Sachen schmelzen können. Hoffentlich, das müssen wir dann ein bisschen pushen und dann mal schauen. Das können wir nicht lassen. Okay, irgendwas macht er da oben. Von mir aus. So, jetzt müssten wir... Irgendwas stimmt nicht. Oder nimmt er dich hier raus und packt sie einfach in irgendeinen Raum? Weil jetzt sind schon wieder zwei irgendwo. Wir verlagern die mal hier rein. Ich glaube, der nimmt sie einfach aus den Brutschränken raus. Ich schränke Brutkasten und packt sie einfach in irgendeinen Raum. Das soll natürlich nicht so sein. So, und der fängt halt bei 960, das geht ja schnell. Bisschen Noscope, Bubbles. Bubbles kann ich nichts verlieren lassen, weil wir brauchen auch die, die Geschosse hier, die fast wieder leer sind. Dafür brauchen wir wieder Petroleum. Petroleum verbrennen wir gerade alles. Oh. Aufgenommen, Puffklett-Ei, sehr gut. Wird sofort gegessen. So, endlich. Obwohl, das ist der falsche Auftrag. Ich sollte die hier nämlich dahin tragen.
Naja, wird bestimmt passieren. Ich brauche nur Geduld. So, die haben wir nicht, weil Hassan und Layra gleich wieder sterben. Oh Mann. Ich schau mal, ob ich eine Mod finde, die das irgendwie behebt. So, das war Layra. So, du gehst auch zur Küche. Layra und Hassan, das war's. Geh zu selbst. Okay. Layra Hassan. Okay, die müssen jetzt eingesperrt werden. Wo seid ihr? Jawohl, wir machen es wieder standardmäßig. Die dürfen einfach nicht mehr raus. Ah, Layra müsste noch was essen. Komm schon, Layra, iss. Und wieder gestresst, Harold und so alle. Oh Mann. Okay, ich lasse euch hier raus. Ist ja furchtbar. Nicht mehr essen könnt ihr. Wenigstens das hier ist noch fertig. Das würde ich noch machen. Dann würden wir die noch mit Kohle befüllen. Und dann war es das auch wieder für heute. Oh Mann, heute war furchtbar. Es liegt auch daran, weil die wieder ihre Bedürfnisse ignorieren. So, kann er daran? Er kann daran. Sehr gut. Ich kann ihn alle versorgen. Das läuft im Kreis. Das sollte also gehen. Und jetzt wuchern 4 Leute. Ah, das darf nicht wahr sein. Esst doch einfach. Ohne das. Ach. Rost. Genau, was wir brauchen. Rost. Aber wir haben wenigstens einen Plan bei euch reingesetzt, indem wir das hier bauen. Es fehlt nur jetzt wieder Metall. Aber sonst, glaube ich, geht's ganz gut. Mal sehen. Wir brauchen noch eine Pumpe hier unten, deswegen haben wir das da reingebaut. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, was ich mit dem Atommüll mache. Der hat auch eine Temperatur drin. Ich könnte ihn, wenn er kalt genug ist, ein extra Becken bringen und dort abkühlen, aber es bringt ja nichts, oder?
Ich weiß nicht, die Dampfturbinen brauchen wie viel Grad? Ich glaube mindestens 125. Mal sehen. Wir könnten noch einen kleineren Becken bauen, einen kleineren Bereich bauen, wo wir den Atommüll dann abkühlen. Irgendwo hier dran oder so. Dann wird er irgendwie weggeschmissen. Was man immer mit Atommüll macht. So, hier sind die fast fertig, sehr gut. Endlich. Och. So, und das hält 6 Zyklen oder so. Wir haben ein paar weniger gebaut, deswegen vielleicht jetzt 20. Das sehen wir dann. So, jetzt wollen wir jetzt erstmal ein bisschen was essen gehen, weil die würden sofort verhungern. Und dann füllen wir das mit Kohle. Und dann starten wir die und dann können wir schon mal die Aufträge einsetzen. Der hier unten sollte ja gehen. Dass wir hier erstmal keinen Stahl erzeugen. Sondern Kupfer, Kupfererz zu Kupfer. Das brauchen wir. Natürlich ist Nisbet jetzt gerade nicht. Was machst du, Nisbet? Okay, Nisbet ist doch. Frostbrötchen. Mehr haben wir nicht. Gut, hast du genug gegessen? Ja, knapp. Wir erfüllen jetzt erstmal die Behälter. Geht noch. So, her mit der Kohle. Blub. Rein damit. Na, also, geht doch. Ja, der tut sie nicht rein, wenn es dieselbe Prio hat. Toll. So, wenn wir mal die kurz untersetzen, dann geht's. So, und da fliegt die Kohle weg. Super. So, können wir die Einstellung übertragen, wenn wir sagen, keine Autoreparatur? Nee. Ja, wenn sie kaputt gehen, sollen sie kaputt gehen. Ich möchte ihn nicht reparieren. Sowas von egal.
dann nimmt das von dort weg. Ist ja, das ist ja dämlich. Oh Mann. Klar, er nimmt es von dort weg, aber er sollte es nicht nach oben packen. Okay, dann müssen wir warten, bis die gesamte Kohle geliefert wurde. Dann können wir es erst richtig starten. Dann nehmen wir mal Kohle. Wupp. So, 20 Tonnen ungefähr haben wir hier. Ne, 12 Tonnen. 20 Tonnen passen rein. Wir haben nicht mehr die... So, wir nehmen das wieder runter. Da kann er das erstmal da reinpacken. Laufen die Generatoren erstmal und fangen erstmal ein bisschen die unterstützen erstmal. Sieht aber nicht so aus, als würde es reichen. Ich glaube, wir bräuchten sogar zwei automatische Räume da oben, weil der ist die ganze Zeit damit beschäftigt. Ich baue da noch einen hin. Und dann können wir den anderen da... Der ist ja nicht mehr dafür zuständig. Bauen wir da ein paar Ziegel rein. Das Kabel kommt kurzfristig weg. Mal die Verbindungsplatte. Das geht's ja gerade nicht. So. Ah, geht natürlich nicht, weil Zeug. Da kommt da auch ein Ziegelstein rein. Wir verbinden den halt so. Jetzt erzeugen wir Strom für Lau. Super. Ich will das jetzt wirklich fertig haben. Die sollen jetzt keine Pause machen hier. Ist ja furchtbar. Da wird die ganze Zeit Kohle verschwendet. Ja, also.
ich hatte gehofft, dass sie wenigstens ein bisschen was abfangen, aber das ist viel zu wenig Strom, das die erzeugen. Das ist ja nix. Oh Gott, unsere Basis hat so einen gewaltigen Energiehunger. Ich will, die Anlage läuft mehr. Und damit ist halt die Nahrung wieder weg. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das läuft wenigstens, aber das erzeugt eigentlich auch nicht viel Strom. Ich würde sogar fast sagen, fast gar nichts, solange die unten laufen. So, den Puff kannst du auch mitnehmen und dahin packen. Das wäre sehr schön. So, da müssen wir wieder mal Kohle nachfüllen. Jetzt sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt, Kohle nachzufüllen. Also die lasse ich jetzt noch weiterarbeiten, bis die alle drei Behälter voll sind. Weil das würde dann perfekt passen mit dem, also nicht perfekt, aber dann hätten wir 60 Tonnen an Kohle dort reingepackt. Und dann läuft das wenigstens ein bisschen mal alleine, unterstützt, wenn auch sehr wenig. Irgendwie frisst uns die gesamte Basis fast den gesamten Strom weg. Wieder aus. Boah, ich hoffe so sehr, dass die Forschungsreaktoren oben funktionieren, wenn sie denn mal gebaut sind. Ich kann den Strom wirklich gebrauchen. Wie viel erzeugen denn so Dampfturbinen? 850 Watt. Nicht so viel, aber besser als nichts. Dann noch unsere alte Anlage, in der wir Erde erzeugt haben. Wie viel Erde habe ich eigentlich noch? 116, 70 Tonnen, das geht noch. Die können wir nicht mehr im Traum betreiben. Obwohl, eigentlich kostet sie gar nicht so viel Strom. Finde ich eigentlich schon. Nach und nach. Aber Erde brauche ich gerade nicht, das ist eine Stromverschwendung. Schauen wir mal, wohin die gehen.
würde gern folgen, aber es ist so ruckelig. Okay, hier habe ich irgendwann mal Kohle abgebaut. So, vielleicht gibt es wieder was zu essen. Die Fruchtkonserven sind nicht schlecht. Eine lange haltbare Wühlfruchtkonfitüre sogar. Konserviert in Saccharose. Die dicke klebrige Marmelade behält beim Ausgießen die Form des Glases bei. Aber der süße Geschmack ist nicht zu übertreffen. Naja, bei der Menge an Zucker, die da drin ist. Hier voll? Nee, nicht ganz. So, der Wälder ist voll, sehr gut. Es fehlen nur noch zwei. Jetzt gehen sie natürlich alle aufs Klo und verlieren ihre Sachen. 1,5 Tonnen, sehr gut. Irgendwie habe ich, wenn ich irgendwann mal einen nächsten anderen Durchgang mache, muss ich so viel anders machen. Besonders das mit der Energie und besonders das alles, das hier rumliegt. Es muss alles weggetragen werden. Oh Mann. Ich glaube, ich habe viel zu viele Sachen automatisiert. Ich glaube, das größte Problem ist einfach nur die ganzen Wasserkühler. Die gesamten Systeme, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Ja, der läuft jetzt einfach nicht. Wir haben keinen Strom. Wir haben kaum einen Speicher. Irgendwas funktioniert einfach nicht. Muss ich irgendwann mal richtig drüber schauen. Und die potenzielle Last ist bei 212 Kilowatt. Wenn das mal gleichzeitig alles anspringt. Also Energie erzeugt. Gesamtproduktion an Energie in diesem Netz. 15 Kilowatt derzeit. Also der potenzielle Energieverbrauch. 212 Kilowatt. Es ist ein schlechtes Zeichen. Wir können insgesamt gerade mal 378 erzeugen, aber alle Maschinen, wir sind doch nicht gleichzeitig an. Okay, das müssen wir jetzt kurz abbrechen. Die müssen jetzt nämlich wieder essen, das vergessen sie wieder. Also die Maschine kann jetzt erstmal laufen. Denn Bird ist gleich tot. Er lagert Kohle ein. So, er geht jetzt essen, sehr gut. Die anderen dann auch gleich. So, dann schauen wir mal aufs Kabel.
Sowas sieht man gerne, wenn das hier so hin und her springt. Ach du meine Güte. Da ist Bird aber selber schuld, ganz ehrlich. Bird, du bist ein... Ich habe extra... Naja. Aber der nächste schafft das bestimmt. Oder Linzel, du gehst bestimmt essen. Ich schaue jetzt das noch und dann beende ich. Weil es ist schon nach Mitternacht und ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen. Und ich muss unbedingt nach einer Mod schauen, dass wir diesen kritischen Aufträgen erstmal. Ja, wie die essen, weil das ist ja furchtbar. Gut. Das hat sich jetzt. Sie geht essen. Wir speichern. Denn das war's jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal zu Oxygen Not Included. Und ich hoffe, es läuft besser. Oh Mann, ey. Das war heute echt ärgerlich. Dabei wollte ich eigentlich in Ruhe diese Kraftwerk bauen. Aber die haben ja Bedürfnisse. Aber ich speichere erstmal. Bis zum nächsten Mal zu Oxygen Not Included. Eieiei.